Servus und hallo bei Röntgen 1. Ja, die Packers haben ja schon gegen die Bears gespielt. Und anders als ProSieben Max bzw. RAN habe ich die Packers statt die Bears gewählt. Sie haben ja bereits gespielt. Und ihr seht, die Packers haben gewonnen. Ich habe allerdings einen kleineren Unterschied gewählt. Das Spiel hat ja auch lange gezögert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Packers noch 3 Punkte machen. Wieso habe ich die Packers und nicht die Bears gewählt? Naja, am Anfang der Saison sind in der Regel Defense-Mannschaften wie die Bears im Vorteil. Das bedeutet aber nicht, dass sie auch gewinnen. Denn dieses Jahr haben auch die Packers eine gute Defense gehabt. Im Spiel hat man es ja auch gesehen. Nur die Offense, die hat ein bisschen gehangen. So wie wir es alle erwartet haben. Aber ich wusste, Aaron Rodgers, der hat ja auch seine 2 Hail Marys ausgepackt, die leider beide nicht funktioniert haben. Der bringt sein Team einfach voran. Naja, im großen Teil habe ich ähnlich und auch vor dem Randteam meine Tipps abgegeben. Ich glaube, wie die Mehrheit habe ich hier die Rams statt den Panthers gewählt. Naja, das ist jetzt mein erstes Tippspiel. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer eigentlich beim Fantasy Manager mitgemacht und da meistens über 80% der Spiele richtig getippt. Was ich auch wichtig finde, ist jetzt gerade, was man jetzt auch bei den Packers und Bears gesehen hat, nicht von einem Hype sich niederzumachen, sondern einfach das zu tippen, wo man selber glaubt oder wo man selber Fachkenntnis hat, dass der andere siegt. So, nächstes Spiel am Sonntag. 7 Uhr abends, Rams gegen Panthers, wird ja auch live auf ProSieben übertragen. Da bin ich natürlich für die Rams. Titans gegen Browns. Ich weiß, die Browns werden gerade richtig gehypt. Deswegen hat auch die Mehrheit von euch die Browns genommen. Nur man muss sich da mal vergewissern, dass die Browns natürlich in den letzten Jahren immer gehypt hatten. Sie haben immer ein gutes Team gehabt. Aber die Manager, die Trainer, die waren einfach schlecht. Und deswegen habe ich jetzt gerade am Anfang der Saison eher mal auf die Titans gesetzt. Wie gesagt, ich will nicht mehr Mainstream schwimmen. Chiefs gegen Jaguars. Die Jaguars haben auch immer eine gute Defense. Das könnte ihnen sogar einen Sieg bescheren. Trotzdem, ich bin Chiefs-Fan. Ich gehe mit den Chiefs. Ravens gegen Dolphins. Ja, die Dolphins. Das sind eins meiner Lieblingsteams, da ich mit dem Besitzer der Dolphins befreundet bin. Die Ravens haben allerdings eine gute Defense. Die Dolphins haben in den letzten Jahren so lala gespielt und ich bin kein Fan vom Quarterback von den Dolphins. Also gehe ich mit den Ravens. Falcons gegen Vikings. Ja, die Vikings, dem wünsche ich auf jeden Fall, dass sie weiterkommen. Ich gehe jetzt aber gerade am Anfang der Saison mit den Falcons. Bills gegen Jets. Früher, bevor ich kaum Football gespielt habe, da war ich so 5 bis 8 Jahre alt, da war ich immer ein Fan der Jets. Aber wann in den letzten Jahren haben die schon gut gespielt? Ja, sie waren in den letzten 20 Jahren auch mal im Super Bowl mit dabei. Aber eher mehr schlecht als recht. Also die Bills. Die Redskins gegen die Eagles. Washington hat in den letzten Jahren seine Mannschaft maßgeblich verteidigt. Ob sie es dieses Jahr aber wieder schaffen, da frage ich mich. Da gehe ich lieber mit Philly im Moment. Colts gegen Chargers? Ist ganz klar Chargers. Auch wenn ich die Chargers gar nicht mag, gerade am Anfang der Saison ist es eine andere Geschichte, gehe ich mit den Chargers. Bengals gegen Seahawks. Lasst euch mal überraschen. Russell Wilson ist auf jeden Fall ein super Quarterback. Und die haben auch immer eine gute Defense. Aber ob es mit der Offense was wird, naja. Eine Überraschung. In Zwischenzeit, das war jetzt bisher nicht so, Cardinals Lions, sind die Lions auf 50%. Bisher waren die Lions eher mehr Außenseiter. Die Cardinals, ja, die sind so ein mittelgutes Team in den letzten Jahren gewesen. Die Lions haben jetzt einen neuen Cheftrainer von den Patriots. Bisher der Defense Coach der Patriots. Und ich bin mal gespannt, was dieses Jahr geht. Letztes Jahr war es nicht so. Also. Ich war eigentlich enttäuscht. Aber probieren wir es mal. Giants gegen Cowboys. Ganz klar Cowboys. Wird ja auch auf ProSieben Max übertragen. Da seid ihr sicherlich gespannt, wie es ausgeht. Und ja, ich wünsche eigentlich beiden Teams, der bessere soll gewinnen. Alles Gute und
werden wir mal sehen. 49ers gegen Bucks. Die Buccaneers waren letztes Jahr überraschend gut. Und die 49ers, naja, die versuchen schon in den letzten Jahren gut zu werden. Ob es dieses Jahr gelingt, machen wir es mal ein bisschen anders. Steelers gegen Patriots. Ich mag beide Teams. Big Ben hätte es mal verdient, richtig bis zum Super Bowl zu kommen und den auch zu gewinnen. Einfach wegen der Leistung, die er seit Jahren, seit Jahrzehnten abliefert. Bei den Patriots muss man eins sagen, natürlich würde ich, da es mein Lieblingsteam ist, gerne die Patriots nehmen. Nur in den letzten 3 bis 4 Jahren, das ist so immer meine Erfahrung, sind die Patriots gerade mit ihrer guten Offense einfach in den ersten 4 Spielen richtig bescheiden. Meistens gewinnen sie die ersten 4 Spiele gar nicht oder nur eins davon und holen dann im Rest der Saison auf. Woran liegt es? Naja, eine gute Offense, die muss sich erst einspielen. Die Patriots, die holen sich immer sehr viele Rookies, um auch ihr Gehalt managen zu können und dann gut dastehen zu können. Und das braucht einfach Eingewöhnungszeit. Deswegen so die ersten 3 Weeks, ersten 4 Weeks, würde ich mir überlegen, ob ich auf die Patriots ziehe. Und jetzt gerade in so einem starken, gegen so ein starkes Team wie die Steelers haben, da setze ich mal auf die Steelers. Texans gegen Saints. Ja, also New Orleans ist eine gute Mannschaft. Texans, die waren auch nicht immer schlecht. Ich bin einfach aber auch kein Texans-Fan, muss man sagen. Also, die stehen mir ein bisschen zuwider. Und dann gehe ich mit den Saints. Broncos gegen Raiders. Naja, der Hype ist derzeit für die Raiders. Und die Raiders sind auch meine Lieblingsmannschaft im Vergleich zu den Broncos. Die Broncos mag ich nicht so gern. Naja, jetzt haben sich die Raiders sehr, sehr viele gute Spieler geholt. Was ich euch aber sagen will, ist, Odell Beckham Jr. macht der Ärger. Und auch die anderen Spieler, die ist so Diven. Ich würde mir so Diven als Trainer niemals reinholen, weil einfach die wollen den Ball haben und wenn sie nicht genug Ballkontakt kriegen, dann machen sie auf Diva. Und es ist aber nicht entscheidend, wer wie oft den Ball bekommt, sondern du musst einfach ein guter Spieler sein. Für mich als Wide Receiver und früherer Quarterback ist es auch ganz einfach so, dass ich persönlich den Ball dem gebe oder den Ball deswegen öfter bekommen habe als andere Spieler, weil ich meinem Quarterback gezeigt habe, dass ich verlässlich bin, dass ich meine Bälle anbringe, dass ich meine Route genau da laufe, wo ich bin und dass ich im Team keine Kritik äußere, die unangebracht wäre. Und das sehe ich jetzt im Moment bei den Raiders nicht. Und wenn jetzt manche Spieler von den Raiders vielleicht am Sonntag oder am Dienstag gar nicht spielen werden, mag das einen Ausschlag geben, ob sie gewinnen oder eben nicht. Warten wir jetzt erstmal ab. Ich denke, da ist das letzte Wort, was die Cuts betrifft, noch gar nicht ganz gesprochen. Also, wenn ich Trainer wäre, ich würde den so manchen Spieler aus dem Team werfen, ganz ehrlich. Naja, das war jetzt meine Auswahl. Wie gesagt, bei ein paar Sachen denke ich mal anders als ProSieben Max und Randy. Gerade was die Cowboys gegen die Giants angeht. Bei den 49ers bin ich ein bisschen anders. Meine Meinung zu den Patriots kennt ihr jetzt. Naja, ich lag jetzt gar nicht mal so schlecht. Also im Vergleich zu Moritz Boehringer, ein Spiel habe ich schon mehr gewonnen als er. Also, macht es gut. Servus und goodbye, euer Röntgen 01.